Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Exosockel Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, wir hatten ja unseren JD emotisiert und wir machen das Emotisieren weiter. Wie wird sich das ändern? Ja, in sein Zimmer wird sich das definitiv niederschlagen, die Emotisierung. Er ist ja schon lange nicht mehr Polizist, das heißt, wir machen auch mal hier die Polizisten-Accessoires weg. Wir machen mal die Lampe ja weg. Dieses helle Zeug hier überall, ja, keine Ahnung. Das passt ja jetzt nicht mehr wirklich ganz zu ihm. Vor allen Dingen auch mal hier so komischen Bodybuilder-Kalender mal weg. Dann hier dieses Zeug hier, das interessiert ihn alles gar nicht mehr so wirklich. Machen wir mal die ganzen Kleinteile hier weg. Und dann wird das Zimmer sozusagen immortalisiert. So voll auf Prince of Dark Lord. Und dann wollen wir mal gucken, was wir so Schönes for the Prince of Dark Lord hier bekommen. Ja. So, Schreibtisch können wir drinnen behalten. Auch so ein Prince des Dark Lords muss natürlich hin und wieder auch mal seinen Schreibtisch zu Rate ziehen. Besonders dann, wenn er schwere Bücher und Wälzer liest. Man kennt's ja. Gut, als erstes würde ich gerne natürlich das Bett einfärben. Und dazu müssen wir natürlich auf das Färbetool gehen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir hier Schönes bekommen. Ich könnte sagen, wir könnten ihnen sogar dieses Lila geben. Oder das hier. Das ist schon fast am nahesten dran. Ansonsten müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht bettentechnisch noch was anderes bekommen. Das heißt, wir gehen mal auf Komfort. Gehen mal auf Betten. Schauen wir mal, dass wir hier was richtig Dunkles bekommen. Was Dunkles, das ist schon das große Bett gewesen, verdammte Hacke. Na, es ist alles so landhausmäßig. Ich habe schon fast das Gefühl, wir müssen ihnen das Lila nochmal geben, weil diese Dark Lords, die schlafen auch gerne in Lila oder in so ein anderes. Das ist entweder das oder das Lila. Ich muss mal gucken. Das oder das Lila. Lila sieht dunkel aus. Haben wir noch hier am anderes, der Lila schläft? Naja. Da schläft unsere Schriftstellerin noch in Lila. Das können wir dann nochmal anpassen. Das brauchst du ja gar nicht in Lila. Sie kriegt das hier. So. In der Optik. Ja, und da ist unsere technisch versierte. Sie nimmt das hier. Dann passt das schon ganz gut. So, also dann kriegt er das Lila. Habe ich gerade mal so beschlossen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir ja auch die Möbel dunkler kriegen. Hier wird jetzt alles erstmal ein bisschen dunkler gemacht. So. Aha. Okay, das ist schon dunkel genug. Das geht nicht dunkler. Es wird jetzt hier alles ganz dunkel. Yeah. The Dark Side of Life. Deko! Teppich! Du musst manchmal auf den Teppich bleiben. Rutschfester Teppich. Nee, die sieht scheibenkleister aus. Auf den Punkt gebracht. Na, müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Objekte filtern. Wartet mal. Ich kann es mir doch einfach machen. Warum mache ich mir so schwer, wenn ich es auch einfach... Ja. Das ist schon fast eine Möglichkeit. Ist aber noch zu klein. Ich brauche was Großes.
Was ist da los? Mach mal eine andere Kameraoptik. Danke. Ja, der wäre schon ganz nett. Der wäre leider nicht so ganz nett. Dann nehmen wir wirklich den. Der war doch passend. So. Vielleicht die Seiten noch dunkel machen. Mal sehen, was wir da haben. Genau. Ja, das passt doch. Das gleiche auf der anderen Seite dann mal bitte auch. Ja, so geht das. Ja. Hier schläft er, der Lord of the Dark. Dann noch so diesen Teppich davor. Er ist nicht schlecht. So, so passt das schon mal. So, dann können wir wieder diese Optik anmachen. So, jetzt braucht man natürlich was für die Wände. Wir brauchen was für die Wände. Hier eine Fledermaus. Terrorteppich. Ah, der ist zu klischeehaft. Ja. Ich weiß nicht. Nee, JD ist Dark Lord mit Stil. Was ist denn das für ein Teil? Kulturelles Kulturgut. Nee. Das ist alles nichts. Teppich, Sicherheitszone. Auch nichts. Wanddeko. Poster und Gemälde. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da noch was finden. Noch richtig Dark Lord-mäßiges. Nee, das ist was mit Kochen. Das passt nicht ganz. Nee, solche Musik hört er nicht. Irgendwelche großen, schweren Gemälde? Es ist Jazz. Ist gar nicht so einfach, hä? Schmetterlinge, nein! Bitte doch keine Schmetterlinge. Das geht nicht ganz in der Ecke. Dadurch hat es bei mir schon mal verloren. Reflexion eines Vampirs, hallo. Das Ding ist Pflicht. Das kann man direkt sozusagen auf der anderen Seite auch reinmachen, so symmetrisch. Genau. Ja. Das? Oder das? Oder das? Da ist mir eigentlich zu viel Glitzer dran.
Das sieht zu technisch aus. Ja, machen wir das so. Weil das hier verdeckt mir zu wenig. Oh, Riesenteile. Okay. Bei der Musik komme ich immer so ins Träumen. Kennt ihr das auch? Des Efeu-Dings. Reinpassen täte es. Er crosst es aber mit der Lampe. Das ist nicht so toll. Ja. Nicht jede Idee ist immer gut. Klassischer Poller. Schwarze Deko hier rein, irgendwie so. Oh, eine schwarze Vase. Riesige Vase. Genau, das wäre eine Idee. Die ist zu groß. Schnecke ist blöd. Das andere ist auch alles zu groß. Gerümpel, schwarzer Gerümpel. Ein Olivenglas. Schwarzes Papier, damit kann man die schwarzen Tränen entfernen. Eine schwarze Box. Da hat man schwarze Lektüre drinne. Was jetzt auch schwarze Lektüre immer ist, ich weiß es nicht. Blumenholzschnitt. Können wir wieder symmetrisch anbringen? Sag mal, wo ist denn der genau? Achso, am Spiegel dran, ne? Das ist dann da. Was haben wir denn noch hier? Ein unfertiges Wandschild. Bringen wir ein bisschen mehr Dunkelheit rein, aber... Sieht jetzt nicht so toll aus. Das leuchtet. Nee. Eine Spinne. Wie gesagt, das ist mir dann zu kitschig. Die gefallen mir besser. Da bin ich ganz ehrlich gerade. Dann machen wir die mal weg. Die sind nicer. The nice. Muss ich mal gucken, auf welche Höhe ich das da angebracht habe. Auf dem Boden. Bisschen höher. What? So, okay. Alter Falter. Kriegt da einen Brunnen hier rein. Was ist denn das? Luminöses Schild. Naja, es leuchtet auch. Elumonos. Industrielle Endkappen. Nee. Trockenstaubspalier. Das ist ein Riesenteil. Dann passt aber der geile Spiegel nicht mehr hin. Das ist blöd. Boah, nee. Das wäre fast noch eine Idee. Ah?
So als kleines Nachtlicht kann man sowas reinmachen. Was haben wir hier noch? Ba, ba, ba. So ein bisschen Deko. Der Emo-Duftspender. Nochmal eine Urne. Gehört auf jeden Fall rein. Genau. Nektarkühler. Was ist denn das hier? Mystische Veranda-Wärmelampe. Nee. Paravent der Sehnsucht. Das ist mir schon fast zu hell. Da sind mir die verspielten Blümchenmuster drauf. Mut zu Etagea. Der geht auf jeden Fall noch. Der passt da leider nicht rein, wa? Das hier. Trennen sowieso Scheibe. Ach, sowas wie Dalli Dalli. Dann lieber den. Ach, der Globus. Warte mal, wir hatten doch irgendwo einen anderen Globus gehabt. Warte mal. Globus. Warte mal, bevor ich den nicht finde. Wir haben den ja unten. Das heißt, wir kopieren uns den Mini-Globus mal. Und dann bringen wir mal den hier rein. Machen den natürlich auch wieder ein bisschen größer. Drehen den. Das scheint ein Problem mit der Ecke zu sein. So, okay. Gut, dann hoffen wir, dass er schlafen kann. Ist ja doch ein bisschen eng geworden. So, Deko haben wir, das haben wir, das haben wir. Oberflächen. Sei nicht so oberflächig. Ich will schwarz. Hier noch so ein schwarzes Teil rein. Einfach mal so, wenn ihr macht. Obwohl, nee, die sehen kacke aus dann. Entschuldigung für die Wortwahl, aber nee. Hier machen wir dann mal raus. Das geht gar nicht. Nicht ins Inventar. Also manchmal verklicke ich mich. Keine Ahnung warum. Ich muss mal gucken, ob ich ja die Farben noch ändern kann. Ja. Ja. Did it work? Yes. Aber sowas von. Ja, das sieht schon sehr dark aus. Das ist die Dark Zone. Immer noch andere Oberfläche. So Minitische oder irgendwas Lustiges noch. Aha. Aber eigentlich ist schon voll. Das ist es ja. Gut, ich denke mal, das können wir so lassen. Jadis neues Reich. Wir gucken uns das mal an. Sind wir im Pausenmodus? Ja, sind wir. Das heißt, wir können uns das mal richtig angucken. Guckt euch das mal hier. Da, das ist das. Das ist die dunkle Zone. Die Tapete ist fast noch zu hell. Das will ich aber einheitlich lassen, die Tapete, weil das ist hausgegeben. Steht aber, ich meine. Aber so mit seinen Mitteln, die er hier hat, hat er echt eine geile Dark Zone gemacht.
Hier kann er dann leben, der Lord der Dunkelheit. Wo ist denn der überhaupt? Der müsste doch theoretischerweise... Da ist er. Hallo, JD. Ja, das passt ja ganz gut. Da ist er, der Fürst der Dunkelheit. In den Nachtklamotten. Weil er pennen will oder so. Keine Ahnung. Wie geht's denn eigentlich den Rest der Haushalt gerade hier so? Aha. Da sind die beiden unterwegs. Und da ist auch sie noch am Essen. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr wollt, mögt und könnt und vor allen Dingen dürft. Und dann schauen wir mal, wie wir da hier weiterkommen. In dem Sinne, ciao, ciao. Bye, bye. Und soll man noch hier schön abkamera hier so. Cheerio.